Das Auto ist parkiert. Der Chauffeur rast zum Ausgang. Und wir machen uns jetzt hier auf den Weg Richtung Schatzalpbahn. Die ganze Promenade aufgerissen. Hast du das gemeint? Du hast doch etwas gesagt. Hast du im Internet etwas gesehen, dass da eine Baustelle ist? Ja, später. Ja, liebe Leute, ich bin hier der Tourdirektor von Davos. Wir haben übrigens die schönste, beste und teuerste Baustelle der Schweiz. Hier, wenn man einen Schwenk macht, sieht man früher, leider ist der Backe dort im Weg. Man sieht da nicht raus, sonst würdest du das leer runter sehen. Und wenn es dann fertig ist, hat es da einen Fluss in der Mitte von der Straße. Dann ist bei uns auf dem Steueramt Asche leer. Abgeschlossen. Das ist das Schatzalp-Hotel, das eigentlich eine super schöne Terrasse hat. Aber das ist jetzt noch geschlossen im Moment. Logenplatz. Ja, das habe ich gesehen. Aber bist du schon ein paar Mal gesehen? Nein, nein. Willkommen in der Schatzalpbahn. Touristen mit Maske. Es ist jetzt der 3. Mai 2021. Und irgendwann können wir dann die Lümpen auch wieder abziehen. Ich habe übrigens auch noch einen an. Ah, schau da, die Leute von Zürich. Und unser Reha-Patient geniesst es auch.
haben. Noch etwas zu den Dächern von Davos. Weiss jemand, warum es alles Flachdächer sind? Das ist eine Bauvorschrift in Davos. Und zwar wegen der Schneeunfälle, wo der schiefe Dächer oben runterrutscht. Haben sie mal entschieden, dass alle Häuser müssen ein Flachdach haben, was man hier wunderbar sieht. Das ist natürlich eine Umgebung für so. Das ist nur eines der ganz alten Häuser, die hier noch ein Ziegeldach hat. Die Talfahrt haben wir.